Aber jetzt mal ein ganz anderes Thema. Max, bist du als Kind auf so dumme Tricks reingefallen? Immer. Auf so Zaubertricks? Weil der Klassiker, der hier. Kennst du den? Wo ist dein Finger? Ey, was ist mit deinem Finger los, Mann? Wir lassen das lieber mit den Tricks, wir überlassen es den Profis. Und wir haben Gott sei Dank heute einen Profi-Illusionist im Hause. Ein Riesenapplaus für Farid! Komm, geh mal rüber. Schön, dass du wieder da bist. Buja-Kascha. Hi. So, alright. Oh ja. Max, du kommst rüber zu mir. Okay. Ich bin so aufgeregt. Ja. Faisal, ich bin heute mit leeren Händen gekommen. Ich wollte dir eigentlich ein Geschenk mitbringen. Das ist deine erste eigene Show. Das stimmt. Das Problem ist nur, ich bin sehr unkreativ und mir ist nichts eingefallen. Okay. Ja, das ist eine gute Ausrede, oder? Das ist eine super Ausrede. Deswegen möchte ich jetzt mit dem gesamten Publikum ein passendes Geschenk für Faisal finden. Max hilft uns dabei. Okay. Ihr sitzt auf Zeitschriften. Im gesamten Publikum, auf jedem Platz, befindet sich eine Zeitschrift. Nehmt ihr die bitte einmal hervor? Hat jemand einen Playboy? So. Nein, guck mal, eine Frau sagt leider nicht. So. Die Zeitschriften sind alle verschieden, die Seiten sind alle verschieden. Ich möchte euch bitten, einmal durchzublättern. Und wenn ihr ein, nach eurer Meinung, passendes Geschenk für Faisal habt, dann reißt ihr bitte die gesamte Seite raus. Also wenn ihr ein passendes Geschenk für ihn habt, reißt ihr die ganze Seite raus. Max, dir darf ich diese Tüte hier geben, die ist leer. Ah ja, okay. Okay, wer hat alles eine Seite? Yes. Eigentlich schon sehr viele. Einige haben eine Seite. Dann möchte ich euch jetzt bitten, die Seite zu nehmen und daraus einen Ball zu machen. Max, dich möchte ich bitten, die Tüte so zu nehmen. Ja, um die Dinger einzufangen wahrscheinlich, ne? Und du gehst einen Schritt nach vorne. Ja. Perfekt. Und bleibst genau so. Einmal die Bälle hochhalten. Aber nicht auf den Kopf, Leute, es tut weh. Bei drei möchte ich euch bitten, die Bälle nach vorne zu werfen. Ich gehe mal in Deckung. Eins. Boah, Leute, blamiert mich nicht. Zwei, drei. Oh, ey, Leute. Das ist wie bei meinen Konzerten, Leute. Und weiter und weiter. Das ist mal Obst. Und weiter. Und weiter. Ja, er darf er nicht. Yes. Er müsste da schon einen guten Winkel finden, ne, von der Seite. Okay. Ja, nicht zweimal werfen. Okay, das passt. Einiges. Das passt. Guck mal, ich hab richtig Spaß dran, dich abzuwerfen. Und legst sie hier auf den, also rausholen, ja, und legst sie hier auf den Barhocker. Mhm. So. Perfekt. Jetzt mach mal, das sind sechs Stück. Mach mal zwei Haufen drauf. Also drei, drei. Ja, hier. So. Und jetzt nimm eine Hand und leg sie auf einen der beiden Haufen. Der? Ja, dann kick die bitte runter vom Tisch. Die hier? Nein, die hier. Okay, genau. Ciao. Runter. Drei Stück sind übrig. Einen bitte in die linke Hand, einen in die rechte Hand. Ich möchte nichts mehr anfassen. Mhm. Wir schauen mal nach, was es nicht geworden ist. Das hier wäre zum Beispiel Mein Abend, gigantische Filme, immer 20.15 Uhr. Oh, ich liebe Disney Filme. Channel. Der Disney Channel und Irgendein Interview. Okay, das ist ja nicht zum Glück. Das ist okay. So. Zwei Bälle hast du noch. Einen legst du bitte in die Mitte vom Stuhl. Rein intuitiv. Der macht mich sicher mehr an. Ja, ich bin mir sicher. Neues okay. Laptop, neues dann Laptop. Bleibt der hier liegen. Ich möchte nichts mehr anfassen. Ja? Schau mal, was es nicht geworden ist. Den nicht aus den Augen lassen. Nicht geworden ist es. Achtung. Gut zusammengekrumpfelt hier. Schönes Auto. Ein sagen Auto. Welches, von welcher Marke? Ein schönes Auto. Ist ja egal, aber es ist ein sehr schönes Auto. Das wäre was gewesen. Ja, ne? Ein Ball ist übrig. Max, nimmst du den bitte in deine Hände? Ja. Zusammen. Jetzt ist die Frage, was hat das Publikum ausgesucht? Sie hatten die vollkommen freie Auswahl, irgendeine Seite rauszureißen. Nicht alle sind bei uns vorne angekommen. Nicht alle hat Max da gefangen. Von denen, die er gefangen hat, hat er eine Seite aus allen ausgesucht. Mhm. Es hätte 80 Millionen verschiedene Bilder sein können. Wir haben aber ein einziges Bild. Max, darf ich dich bitten, selbst? Ich möchte nichts anfassen. Ey, nein. Die Seite das einmal aufmachen. Krass. Ach du heilige Scheiße. Jetzt zeig's mal bitte in die Kamera. Ey, du bist doch krank, Alter! Das ist Goldfisch, Leute! Hä? Okay. What? Okay, Soll ich mal sehen? Hat jemand noch Mercedes? Gib die Tüte, Alter, Bruder, komm! Ey, Alter, ein Riesen... Darf ich dich um ein Glas Wasser bitten? Ein Glas Wasser? Haben wir da? Ich glaube, da haben wir ein Glas Wasser. Oh, hast du Durst, oder was? Oh, nein. Und du kommst bitte wieder zurück auf deine Seite?
Nein. Und streckst einmal bitte deinen Arm aus. So. Also fass das Glas unten an. So? Ja, perfekt. Nein. Und warte mal. Dauer. Ein. Ich möchte dir deinen Wunsch. Nein. Du willst, ey, nein! Sogar zwei! What the fuck? Die leben sogar! Die leben! Die leben! Alter, Farid in the house! Alter! Oh mein Gott! Thanks, Kenrop. Dankeschön. Crazy shit! Eine Kleinigkeit noch. Also, hättest du zum Beispiel die andere Seite genommen, dann hätten wir... Den FC Bayern, Sommertransfergerüchte. Wir hätten Jerome Boateng dabei. Jerome Boateng, okay. Jerome Boateng? Nein. Ja, so gut bin ich nicht. Okay. So gut bin ich nicht. Moment. Wenn wir das mal nehmen und... Wow. Digga. Also, ich bin... Okay, Moment, aber ist das auch? Ist das auch? Ist das auch? Oh mein Gott! Crazy motherfucking shit! Das ist perfekt, das ist schon Hammer. Danke schön. Paris! Ich hab jetzt Haustiere! Ich hab nur die Haustiere wieder zum ersten Mal in meinem Haustiere gemacht! Wow. Ey, krass. Das muss man live sehen. Du bist ja auch live unterwegs, das ist richtig? Ja, ab Oktober bin ich auf großer Deutschland- und Schweiz-Tour. Und da sieht man sehr viel mit dem Publikum. Ich arbeite sehr gerne mit dem Publikum zusammen. Man sieht Street-Magic-Illusionen, wo wir mitten im Publikum sind. Wir sehen aber auch sehr große, spektakuläre Illusionen auf der Bühne. Und ja, ich freue mich auf jeden, der vorbeikommt. Ah, dann müsst ihr auf jeden Fall dorthin gehen. Ey, ganz viel crazy shit bei diesem Mann auf seiner Live-Tour. Unfassbar.